Hi, da bin ich mal mit einer kurzen Statusmeldung. Und zwar Thema des Dark Souls 1 Walkthroughs, den ich ja momentan angefangen habe und der momentan läuft. Es wird da in nächster Zeit kein weiteres Video mehr kommen. Und der Grund ist wegen der abfallenden Interaktion der Zuschauer. Folge 1 war wirklich gigantisch von Interaktionen. Von Aufrufen her sage ich nichts, weil es ist ja eh ein neues Video, das kann da gar nicht mithalten. Aber von Interaktionen her muss ich sagen, bin ich echt richtig, richtig enttäuscht, weil Folge 2 hat weit weniger als die Hälfte an Interaktionen, also Likes zum Beispiel, wie Folge 1 noch. Und deswegen habe ich mir gedacht, da ist mir meine Arbeit, die ich da reinstecke, weil wirklich, da gehen viele Stunden dabei drauf bei diesem Projekt. Und da ist mir meine Zeit dann einfach zu schade. Und da dachte ich mir, okay, ich werde das Projekt jetzt nicht einstellen, aber es wird erst eine neue Folge kommen, bis ein Mindestmaß immer an Likes gegeben ist, ansonsten würde ich das Projekt halt einfach bei sich beruhen lassen. Man muss sagen, das ist ein ähnliches Prinzip wie bei den Rocket Beans, Last Call. Wenn da nicht immer ein Mindestmaß gegeben ist, dann war es das. Und so würde ich das, denke ich, jetzt auch am sinnvollsten handhaben, weil bei einem Projekt, wo ich so viel Zeit investieren muss, das so zeitintensiv ist, nee, tut mir leid, da verstehe ich das nicht, warum man da erst riesig rumtönt. Ich freue mich drauf, ja, oh cool, Dark Souls, mach mal Dark Souls. Dann machst du es endlich. Und jetzt, das ist der Dank dafür. Na, dankeschön, da freue ich mich aber auch drüber. Das ist auch keine Kritik, sondern das ist eine Tatsache. Und da muss ich sagen, sich wieder mal drauf ausruhen zu lassen. Oh, ein anderer wird schon Like geben. Nee, wir haben mal wieder das alte Problem. Schön, dass wir immer in die alten Muster zurückfallen, aber gut. Mir soll es egal sein. Also, es ist nur eine Information. Nicht wundern, wenn es in nächster Zeit kein Dark Souls kommt, ich werde mal schauen, was ich dann alternativ bringe. Oder ich werde es ganz und gar demnächst handhaben, wie Zombie das macht. Ich werde immer nur noch eine einzige Folge vom Projekt bringen, weil das ist für mich am sinnvollsten, weil da schauen die meisten Leute zu und dann war es das. Also es gibt keine Parts mehr, sondern nur noch eine Folge 1 und das war's dann. Das wäre auch eine Option noch. War nur eine Information, was momentan los ist. Ja, also nicht wundern, wenn sich jemand drauf freut. Es tut mir natürlich leid für die, die Interaktion mit den Videos betreiben, die Likes geben, die Kommentare unterschreiben und so weiter. Aber gerade die Likes sind halt auch sehr, sehr wichtig, weil ich möchte auch trotzdem was davon haben und dass mein Video halt auch auf YouTube gefunden wird. Ansonsten ist die ganze Sache für'm Arsch, auf gut Deutsch gesagt. Aber gut, um mehr ging es mir gerade auch eigentlich gerade gar nicht. Ich wollte euch halt einfach nur mal in Kenntnis setzen, was gerade los ist, weil ihr wisst das, ich mache das nicht, ich setze nicht einfach ein Projekt ab und sage dann gar nichts mehr dazu. Sondern ich wollte euch einfach noch die Chance geben, manchen von euch, die vielleicht noch keine Interaktion betrieben haben oder halt mal wieder vergessen haben, wenn ihr das Projekt weiterhin sehen wollt, jetzt habt ihr noch die Chance. Ansonsten, wenn das unter dem Mindestmaß bleibt, von mindestens die Hälfte von Folge 1, dann, ja, dann war es das mit Dark Souls 1 mit dem Walkthrough. Aber gut, so viel von mir. Wir sehen uns dann wohl beim nächsten Video, was auch immer ich eben mache. Und bis denn dann.